Ja, also, ich werde jetzt, ich gucke jetzt mal ganz kurz nach, was es an ist. Ich sag euch, Leute, das ist ein, ich sag euch jetzt schon mal, ich calle. Das ist ein Nocturne OTP, der irgendwie 800 Games auf Nocturne hat und eine 42% Winrate oder so. Er hat, okay, also er hat 1200 Games, 50% und spielt immer nur Nocturne. Das ist so typisch. Die Leute, die sowas spielen, die sind so krass auf diese Scheiße festgefahren und die sagen, ja, das klappt voll gut für mich. Das ist so gut, das spiele ich jede Runde und das geht richtig auf. Ja, wer nicht will, der, das sind die Leute, die die Schuld auf ihr Team schieben. Das sage ich jetzt schon mal, Leute. So, da sind wir jetzt auch endlich im Game. Der Plan für dieses Game ist Rennwagen, Raketenstart, Talon. Ja, das heißt Predator, Ghost, alles was Movement Speed mitgibt, aber eben kein Ignite. Das heißt, unsere Laning Phase wird super weak sein. Er hat die meisten Mastery Points auf Nocturne weltweit. Ja, also wenn er die meisten Mastery Points weltweit hat, dann muss er ein extrem guter Spieler sein. So, let's go. Also Laning Phase super, super weak. Na, super, super weak. Weaker als weak. Weaker als the weakest. Also im besten Fall killen wir sie. Im schlechtesten Fall sollten wir gucken, dass wir einfach überleben und dann woanders Kills holen. Problem ist, dass. Also das Matchup mag ich nicht. Ari gegen Talon oder Talon gegen Ari, weil sie halt jedes Mal, du musst so straight hinterherlaufen, dann kann sie immer das Charm landen. Du kannst doch nichts gegen machen. Na. Ach so! Ah, ich wundere mich, warum ich gar keinen Electric proc. Ich habe ja gar keins. Ich bin ja dumm. Na. Batman-Wurf. Oh, die lässt. Die take das sogar. Aber. Ja. Pass auf, wir sind ja schnell. Ne, eigentlich sind wir noch nicht schnell, aber wir können ja eben einfach mal in die Base, oder? Aber sie hat, wenn ich sie jetzt anspringe, sie hat keinen Charm. Charm kostet 4000 Mana. Hat sie nicht. Hit the road, hello there. Back. Na, ich bin schnell. Ich hätte vielleicht nicht beides benutzen müssen, aber... Ja gut, later. So, aber das ist gut. Jetzt guck mal, perfekte Wave. Perfektes Wave Management Control, ne? Das ist auch ein Studienfach, Management Controlling. Für alle, die da noch was in der Richtung lernen wollen, einfach mich fragen. Ich kenne mich da aus. Fast. So, wir könnten jetzt eigentlich den Insta-Roam machen. Help. Help. Budak, einmal bitte dein Leben. Tschüss. Oder? Okay, Predator ist nicht an. Ich hab's aber benutzt. Vielleicht krieg ich hier noch was. Auto-Tank. Ne, klar, Ignite ist im Early Game besser. Aber wir haben auch andere Vorzüge mit unserem Item-Bild, meine Freunde. Nämlich die eines Rennwagens. Rennwagen. Wir müssen also hier noch ein paar Stacks einsammeln. Ne, wir müssen jetzt noch ein paar Items bauen. Du brauchst Gemüseklinge. Ja, wir sind about. So, wir könnten jetzt wieder runterrennen. Aber wir pushen eine durch. So, das hier ist Wave Management Controlling, Leute. Da sieht man das, wie man das professionell macht. Zack. So, jetzt rasen wir nach unten. Ich bin Tobi, der rasende Reporter. So, wir haben eine Movement Speed von 567. Nee. Auto-Tech. Auto-Tech. Und dadurch können wir jetzt eine Refinanzierung starten. Und zwar in die guten Nike-Rennwagen Race Car Edition Schuhe. Das ist nicht so geil. Stopp. Stoppen die das. Ja, das ist. Da sehe ich mich. Auto-Tech. Stopp. Ja. Ich habe noch die Blades. Blades. Auto. Fliegender. Ja, schön. Alter, was? Bitte kein Flash. Was passiert hier? Ja, dann gehen wir wieder shoppen. So, die nehmen wir auch noch mit. Da ist Ari. Die könnten wir natürlich auch mal angehen, aber das Problem bei Ari ist, dass die immer noch 324 Mal wegspringt. Und da habe ich wenig Lust drauf. So, ich wäre bereit, Leute. Na, wir sind auf der Pole Position. Ja, so noch nicht. Moment, warte noch ein Sekundolo. Weil ich habe vermutet, dass sowas passiert. Aber vielleicht, wenn die jetzt deep gehen, dann chasen die Gegner. Ja, dann warte ich noch mal ganz kurz. Dann waiten wir noch mal ganz kurz im Ende. Zack, so. Toplane ist Action Tegu, könnten wir jetzt... Ja, wir warten einfach. Wir warten auf den richtigen Moment, Leute. Und dann rasen wir los. So, Toplane, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Da sehe ich mich. Ghost ist an. Predator Schuhe. Schuhe. Auto-Tech. Q. Ja, schön. Schön. Also, wenn das kein Impact ist, dann weiß ich es auch nicht. So, Jomus ist fertig, Leute. Ich denke, wir gehen jetzt... Also, die Frage... Eigentlich brauchen wir Draktari Blade. Aber ich glaube, weil wir gerade echt gut dabei sind, gehen wir jetzt direkt auf Rikdeos Glory. Rikdeos Glory. Können wir irgendwas machen? Irgendwas. Ja, das ist not so bad. Ich bin gecharmt.
Rennwagenschuhe. Renn. Heilung. Nein. Hätte ich den bekommen und mich geheilt, hätte ich überlebt. Ich habe ihn aber nicht bekommen, mich nicht geheilt und nicht überlebt. Ah, schade. Aber sonst, wir könnten eigentlich, wir haben alles ready. Wir könnten einfach mal so ein Drive-By zur Botlane machen. Nicht jetzt. Ich glaube, sie denkt, wenn ich ping, dass ich da bin. Ja, das ist ziemlich gut. Ich bin da. Later. Ich hab noch Ghost. Ich hab gleich ein Q. Q. Yep. Danke, grazie. Okay, das klappt nicht. Aber dann take ich das. Vielleicht klappt es ja bei mir. Guten Tag, einmal bitte dein Leben. Machen wir Ghost an? Eigentlich nicht. Ich würde gerne ohne. Nice try. Okay, nice try. Well played. Ja? Basti Vision! Oh, das war mal wieder knapp, du. So, immerhin, wir haben jetzt Ratchet's Glory fertig. Das müssen wir auch berücksichtigen, ne? Uns fehlt ja ein bisschen Damage, aber dafür haben wir auch ein bisschen Tankiness. Frage ist nur, wie wir den ganzen Bums aktivieren, ja? Es gibt noch Items, die wir brauchen. Ich gehe jetzt erstmal Dactyl Blade. Ich wäre bereit, ich habe aber keine Ult. Ohne Ult, ohne mich. Also ich wäre da, aber nicht voll da, so. Ja, W ist da. Ich hab halt keine Ult und die gehen alle für mich. Ich hab aber keine Ult. So, wir machen erstmal Ghost an. Jetzt machen wir Yumus an. Jetzt machen wir Righteous an. Machen wir so. Ich renne. Ja, und dann gehen wir wieder zurück. Machen wir ein paar Pots rein. Guten Abend. Alter, sind die eigentlich auch Verbündete oder bin ich der Einzige hier in Nimmersland? Also, der macht halt die Snackwurst, wenn ich ihn anspringe. Ja, okay. Jo! Auto! Nein! Okay, ich bin raus. Da, wir gehen erstmal Midlane Farm einsammeln. Ihr schafft das schon. Ich vertraue euch. Ich vertraue auf die Überlegenheit des Teams. Ja, also, mein Team gibt auf jeden Fall Negativgas, kann man sagen. Map click, what the fuck. Well, that was too many, sorry. At least Talon and Ajax pushed well and did Drake. Yumus ist an. Righteous Glory ist an. Guten Abend. Tschüss. So. Ja, schön. Die ist tot. Und das ist schon verrückt, dass ich farme. Das ist wirklich... Did you see that noob? Koksukschen? Knock and blind Talon. Auf Todemanns Blatte gehen wir, Leute. Ja, let's go. Ghost Predators an. Jetzt müssen wir noch ihn irgendwie töten, ja? Auto-Tech-Q. Inzwischen. Das ist die Fragezeichen. Guckt euch die Fragezeichen fix an. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Wir warten. Oh mein goodness. Talon was brain off Kai again. Oh Gott, Leute. Everything is bleeding. Also der kann ja nicht mal Englisch. Ja, den taken wir. Getaked. Wieso werde ich jetzt schon wieder gepinkt, Alter? Was passiert schon wieder? Ist Leona schon wieder tot? Talon, das ist Psycho-Logi-Kack. Violence. Genau das. Fightet die Leona gerade nicht da? Also die fighten alle. Ich hätte noch eine Ultimate. Flap. Later. Tschüss. Okay, dann wir machen einfach mal alles an. Guten Tag, einmal bitte dein Leben. Later. Guck mich. Alter, ich konnte nichts machen. Ja. 20 Minuten später. Guckt euch die Leona an. At least I make use of my brain. Wir könnten auch Black Cleaver gehen, aber ich glaube, wir gehen Trinity. Das weiß niemand. Da oben ist aber wieder Sivir. Die könnten wir einfach wieder. Wir müssen einfach nur Sivirs Tag ruinieren. Das ist eigentlich alles, was wir machen müssen. Gehe ich einfach mal von aus. Die Frage ist, ob ich da noch rechtzeitig hinkomme. Oh ja.
Oh ja, boy. Righteous! Auto-Attack, Q, B. Auto-Attack? Auto-Attack? Stopp. Nö. Ja, machen wir's. Oh, passt sogar. Perfekt. Tschüss. Later. So, Trinity haben wir. Stopp. Nein. So, gönnen wir uns den noch. Ich glaube, dann haben wir Trinity. 2, 5, 3, 8. 8, 3 waren es, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz täusche. So, 2, 4, 8, 3 sogar. So, jetzt sind wir Fullbild, Leute. 1 Minute, 37 Sekunden später. Guckt euch die Leone an, Alter. Sie schreibt sogar, we can't engage 4 vs 3. Könnte sein, dass sie jetzt kommen. Sehr wahrscheinlich sogar. Aber mit Rennwagen, Talon, fickt niemand, hätte ich gesagt. Aber auch nur vielleicht. Nö, mit mir niemand. Ich bin einfach immer überall. Da links scheint es hier nicht zu klappen. Ich habe leider auch nicht mehr ganz viel Zeugs parat. Können wir den töten bitte? Das wäre übel nice. Sehr gut. Okay, ich bin tot. Gut. Ich hätte eine Sekunde, 2 Sekunden noch warten sollen vielleicht. Ja, Jax ist aber, das ist... Spring da, ja, das ist okay. Ja, ich bin ja nicht umsonst der, der alles gettet. Bug ist... Wer kommt uns noch alles entgegen? Das ist die große Frage. Zack. Guten Abend. Ja, later. Sie hat aber auch einen Bad Day, hätte ich gesagt. Okay, Nocturne. Achso, wir haben auch einen Nocturne noch. Stimmt, ne? Das habe ich voll vergessen. Wir haben noch diesen komischen 487 Nocturne. Wo man hätte erwarten können, dass der so geht. Ja, schwierig. Schwierig. Da könnte man immer noch was machen, aber... Alter, der muss doch sterben. Ich wollte doch sagen. Hei. Fucking Vayne all too useless. Also Leute, holy shit. Da muss man wirklich überlegen, was in den Leuten, in den Köpfen der Leuten vorgeht, die in dieser Elo sind. Das macht es schon ein bisschen crazy. Aber trotzdem, die Runde war eigentlich ganz lustig, fand ich. Ja, ne, es ist okay, dass wir verloren haben. Ich habe leider die Kombo nicht komplett abusen können. Also ich habe nicht einmal auf 100% Bam gehen können. Aber... Ja. War trotzdem eine schöne Runde, I guess. Ah. Herrlich.